zusammen, herzlich willkommen auf Bahn 1981, dem Kanal für verschiedene Modellbahnen. Heute geht es um das Thema Vectron. Vectron, die bekannteste Elektrolokomotive überhaupt. Bei fast allen Privatbahnen ist sie im Einsatz. Und wir möchten uns heute, oder ich zeige euch heute mal die verschiedenen Modelle, unter anderem von Rocco, Märklin, Pico und LS Models. Wir schauen uns mal die verschiedenen Modelle an. Ich habe hier ein neues Modell von LS Models, einen Railpool Vectron für AC mit Soundausführung. Der Vectron von LS Models, das ist einer derjenigen, welche die zurzeit eigentlich, so habe ich es gelesen, deswegen bin ich jetzt gespannt und wir schauen uns das jetzt an. Die perfekte soll eigentlich eine sehr schöne Maschine sein. Super Detaillierung, hervorragende Fahreigenschaften. Das werden wir uns jetzt alles mal ganz in Ruhe anschauen. Und danach schauen wir uns die anderen Vectrons mal an von den anderen Herstellern. Jetzt schauen wir uns erstmal dieses gute Stück an. So. LS Models. Gucken wir mal kurz hier rein. Ah, hier ist eine Teileliste. Und ja, das sind die ganzen Ersatzteile. Und hier haben wir die ganzen Funktionen. Insgesamt 28 Funktionen. Ah, hier haben wir es dann auch auf Deutsch. Hier haben wir es auf Deutsch. Die gelben sind Lichtfunktionen und die blauen sind Soundfunktionen. Ja, das ist eine schöne Lokomotive. Railpool, da sieht gut aus. Ich werde sie mal rausholen und aufgleisen. Bis gleich. So, da haben wir das gute Stück. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Funktionen an. Also, da haben wir dann das Licht mit F0. Und hier vorne leuchtet Sonderzug. Seht ihr das? Unter der Scheibenwischer leuchtet Sonderzug. Sound kommen wir später dazu. Dann haben wir Fernscheinwerfer. Dann haben wir Innenbeleuchtung im vorderen Führerstand. Das ist F5. Ich mache mir hier kurz das Licht aus. Okay. Besser. Ja, sehr schön. Dann haben wir den Rangiergang. F4 steht hier Fan. Was ist das Fan? Das ist der Lüfter. Oder? Dann haben wir F7 und F8, das ist jeweils Licht aus für Führerstand. F11 ist das Entkupplungsgeräusch. F12 sind die Schienenstöße. F13 haben wir Kurvenquietschen. F14 haben wir dynamische Bremse, gut, das ist wahrscheinlich nur, wenn der Sound dann ist. F15 haben wir eine Bahnhofsansage. Gleis 1, Einfahrt IC 22, 60 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Stuttgart Hauptbahnhof. In den Abschnitten C bis F, Abfahrt 14:04. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, dann geht's weiter, Moment. Mit F15, das ist F15, Moment. Wo habe ich das? Ah ja, das war die Ansage, genau. Hier steht jetzt noch deutsche oder Schweizer Ansage wählbar mit SV14, CV168, Wert 0 bis 1. Weiß ich nicht, wie das geht. Muss mal gucken. Wo war ich denn jetzt? Türe auf und zu F16, Führerstandstür. Gut. F17 Sanden.
F18, Kurzpfiff hoch, Kurzpfiff tief, F19, weitere Bahnhofansage mit F20. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte Vorsicht am Gleis 1, ein Zug fährt durch. Dann können wir hier die SIFA-Zwangsbremsung machen über F21. Das haben wir bei den Rokomaschinen ja auch. Dann haben wir den Soundfahren da, also den Sound ausmachen. Dann haben wir ein Signal hoch, Horn hoch mit F24. Gut. Dann haben wir mit F25 Kompressor. Mit F26 eine weitere Bahnhofsansage. Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Wir haben mit F27 Druckluft ablassen. Und mit F28 einen Schaffnerpfiff. So, da stimmt das Symbol nicht, da ist keine Pfeife angezeigt, muss ich mal gucken. Jetzt machen wir mal den Sound, also das Fahrgeräusch an mit F1. Schöne, ausgewogene Fahreigenschaften, das kenne ich halt von LS Models. Ich bin das gewöhnt. So, und auch hier wieder die Frage an die Märklinisten. Warum kann einer, wo Märklin sammelt und es kauft, warum kann einer, wo Märklin fährt, das nicht in seine Sammlung mit aufnehmen? Wie gesagt, für mich ist das unverständlich. Den Leuten, die verpassen was. Die verpassen damit auch, vorbildgerechte Züge zusammenzustellen. Guck mal hier, das ist doch ein tolles Ding, ja? Jetzt werden mir die Leute sagen, ja, Moment mal. Von Märklin gibt es die Lok auch. Und genau deswegen wollen wir ja das Video anschauen. Ich werde jetzt mal gucken, die einzelnen Lokomotiven, und zwar von Märklin, von Rocco, von Pico, und dann schauen wir mal, wie die, was die bieten, und aber die werden schwer haben. Also wenn ich jetzt hier sehe, die Lok hat jetzt hier schon allein 28 Funktionen, aber der Märklin wird nachziehen mit einer neuen Vectron, die er rausbringen wird Ende des Jahres. Da habe ich auch schon eine bestellt, die wird dann auch den Weg zu mir finden. Wie gesagt, ich werde die Lok jetzt einmal einfahren lassen und dann werden wir mal die anderen Vectrons mal anschauen, was die mit sich bringen. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. So, hier haben wir die von NS Models, die Railpool im Zugverband. Schauen wir uns die Lokomotive nochmal in Detail an. Also der Detaillierungsgrad der Lok ist sehr hervorragend. Wenn man sich hier das mal alles anschaut, die kleinen Piktogramme auf diesen Aggregaten sind alle beschriftet. Ja. Der hohe Detaillierungsgrad birgt natürlich auch Nachteile, das habe ich jetzt gemerkt. Ich möchte es gerade mal zeigen. Hier diese Sandfallrohre hier. Die sitzen ziemlich nah am Rad. Seht ihr das hier? Und die habe ich ein bisschen nach oben gebogen, damit die mir nicht so ganz nah am Rad sind und damit die auch nicht während dem Betrieb abfallen. Zum Beispiel an der Weiche, dass sie sich dann verkanten und dann nachher abbrechen oder abfallen. Und hier habe ich gesehen, an dieser Stelle hier, da fehlt ein Rohr.
Da sieht man das hier, fehlt es da. Da sieht man die Aufnahme, der Punkt. Da fehlt dieses Sandfallrohr. Da sieht man es, das fehlt da. Da habe ich schon hingeschrieben, ich hoffe, dass ich das als Ersatzteil kriege, denn es ist ja Quatsch, die ganze Lokomotive an zurückzuschicken, nur weil so ein Sandfallrohr fehlt. Ja? Und also wie man jetzt hier sieht, der Detaillierungsgrad, die Beschriftung, das ist alles sehr, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, was das hier ist, das sieht da aus wie ein Tankstutzen da, das ist eine E-Lok. Weiß ich nicht, was das ist. Und hier auch die ganzen Revisionsdaten, da kann man lesen, 21. Dezember 2012, ja. Hier die Lok ist zugelassen für Deutschland und Österreich. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz den Dachgarten an, ups, Entschuldigung, hier. Man muss natürlich auch vorsichtig sein, die Lok sollte man nur am Gehäuse anfassen, nicht hier unten. Ist alles sehr, sehr fein. Auch vorne hier sieht man mal, was heutzutage möglich ist. Ja. Hier die Pufferbohlen mit Vectron Siemens beschriftet. Ja, es ist wirklich sehr schön. Ein Modell, der aus dem Hause Rocco, ein SBB Night Vectron, der Night Purser. Auch hier muss ich sagen, ich bin mit den Rocco Vectrons sehr zufrieden und ich werde wahrscheinlich auch bei den Rocco Vectrons bleiben. Folgender Grund, ich möchte es einfach mal zeigen, der Detaillierungsgrad ist hier genauso gut wie bei LS Models und hier ist eben jetzt an dem Drehgestell, wenn man sich das jetzt mal anschaut im Vergleich, ich werde nachher mal das andere Drehgestell nochmal zeigen. Hier sieht man jetzt auch die Sandfallrohre und hier sieht man, die hängen nicht so weit nach unten. Und hier ist die Gefahr, dass quasi dieses Sandfallrohr auf dem Gleis streift, beziehungsweise dass dieses Sandfallrohr an der Weiche nachher abbricht, ist bei diesen Maschinen gering. Also da sehe ich keine Gefahr. Auch bei diesen Maschinen ist die Beschriftung gut. Was hier stört, den ein oder anderen, ich habe es bei YouTube schon gesehen, es wird zum Teil bemängelt, dieser Digitaldruck. Wenn man das sieht jetzt hier sehr grisselig aus. Das ist bei der Originallok, wenn man sie jetzt mit dem bloßen Auge sieht, nicht der Fall. Das stört mich jetzt eigentlich weniger. Es gibt aber Modellbahner, denen stört das, der Digitaldruck, eben diesen Glanz. Ja? Wenn man jetzt hier oben guckt, das sieht man hier jetzt fast nicht. Beim Randzoomen, wenn ich mal hier rangehe, muss man ganz nah und dann sieht man mal, wie das glänzt. Ja, ja. Sehr schön gemacht. Hier gibt es auch einen Nachteil bei Rocco, wenn man die Loks aus der Schachtel nimmt, dann sind diese nicht zugerüstet. Bei der Rocco Vectron muss man die Scheibenwischer zurüsten, man muss diese Griffstangen an der Fensterscheibe zurüsten und die Griffstangen jeweils rechts und links muss man zurüsten. Das finde ich ärgerlich, das sollte man sich mal überlegen, ob man bei diesem Preis wirklich hingeht und sagt, ja, ich tue mal noch ein Tütchen rein, denn wie gesagt, dieses Tütchen muss ja abgepackt werden, muss gewogen werden. Das ist ja auch alles Zeitaufwand. Ne? Es wird ja kein Roboter sein, wo so ein Tütchen packt. Ja? Das Beispiel an dem Vectron ist jetzt ein wenig schlecht, weil das ist ja ein Mehrsystem-Vectron. Ist jetzt auch staubig. Aber wie man hier sieht, auch hier alle Leitungen nachgebildet. Verschiedene Schleifstücke an den Pantographen. Ja, das ist also wirklich, das braucht sich nicht zu verstecken. Jetzt gucken wir uns gerade mal kurz im Vergleich den LS Models Vectron an. Zumindest nur mal im Vergleich die Drehgestelle. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Schauen wir uns die Drehgestelle mal an. Sandfallrohre haben wir hier. Und das ist unten auch beschriftet. Jetzt gehe ich zu Rocco. Und hier sehen wir dasselbe. Im Vergleich macht das keinen großartigen Unterschied. Zumindest sehe ich jetzt hier,
bis auf ein paar Details nicht den großen Unterschied. Die Fahreigenschaften bei den Rocco-Vectrons sind auch über jeden Zweifel erhaben. Die Maschinen verfügen werkseitig über einen Pufferkondensator. Und hier sieht man nochmal die ganze Lokomotive. Ja, wie gesagt, dieser Digitaldruck, das ist vielleicht das einzigste. Beim Rocco Vectron gibt es Pluspunkte für die Fahreigenschaften, Pluspunkte für die Detaillierung. Es gibt aber Minuspunkte, und zwar das Zurüsten der Zurüstteile finde ich für den Preis ehrlich gesagt nicht okay. Das Zurüsten so vieler kleiner Teile, das ist nicht jedermanns Sache. Und sicherlich wird es den ein oder anderen Vectron auf der einen oder anderen Anlage geben, der ohne Scheibenwischer fährt und ohne Griffstangen. Weil sich so mancher sagt, nö, also das mache ich nicht. Ich mache es bei meinen Maschinen immer. Was ich nicht mache, man kann hier noch unten am Drehgestell, glaube ich, auch noch was zurüsten, das lasse ich weg. Der nächste im Bund, ein Pico Vectron. Die Pico Vectrons gibt es in verschiedenen Ausführungen. Erzähle ich mal ein bisschen was dazu. Die gibt es wie hier zwei Systeme. Oder halt ein System, das ist ja ein Systemausführung. Dann gibt es sie als Mehrsystemausführung und es gibt sie noch als Diesellok. Diese Lok hier ist eine RE, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, für meine Schweizer Freunde, die hier zugucken. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle, das will ich nicht. Diese Lok ist zugelassen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Hier sehen wir jetzt mal die Drehgestelle. Ich komme gleich zu der Lokomotive und jetzt schauen wir uns das mal an. Auch hier die Sandfallrohre, super gemacht, ja, da gibt es gar nichts. Probleme beim Betrieb sind hier nicht vorhanden. Die Drehgestelle sind meiner Meinung nach top gemacht. Detaillierungsgrad finde ich sehr schön, ja, hier mit den Federn. Ja, hier ist jetzt, gut, hier ist jetzt das dieser Bereich ist hier nicht bedruckt. Der ist bei den anderen bedruckt, brauche ich aber auch gar nicht. Wer guckt hier drauf? Ja. Auch hier sind sämtliche Beschriftungen lupenrein. Ja. Hier ist auch wieder, sind auch wieder Piktogramme vorhanden. Ja, hier überall. Hier sogar Rauchen verboten. Ja, also hier ist sehr viel gemacht worden. Ja. Auch hier Beschriftung Siemens, 95 Tonnen PG, 72 Tonnen, es ist wirklich sehr schön. Auch die Trittstufen, sehr schön, die sind am Drehgestell montiert, bieten natürlich dadurch den Vorteil, dass sie sich beim Fahren durch enge Radien natürlich, dass sie da mitschwenken, weil sie am Drehgestell sind und somit das Drehgestell beim Ausschwenken der engen Radien natürlich nicht blockieren. Jetzt, was war, wollte ich jetzt sagen, das ist eine Baureihe, eine, ich komme nicht drauf, diese Lokomotive wird eingesetzt bei Railcare und das ist eine Kürzer-Coop-Gruppe. Dieser Zug wird eingesetzt für Coop-Zügen, die fahren dann in der Schweiz vor diesen Zügen, die speziell Lebensmittel transportieren. Diese Lok ist jetzt zum Beispiel ausgerüstet, nach meinem Kenntnisstand, ist diese Lokomotive ausgerüstet mit einem sogenannten Last-Mile-Hilfsmotor, mit einem Hilfsdiesel. Ich suche die ganze Zeit die Baureihenbezeichnung. Jetzt gucken wir uns noch vorne die Front an. Ja, auch hier sind sämtliche Griffstangen bereits eingesetzt, Fenster passgenau eingesetzt, Scheibenwischer eingesetzt. Warum geht das bei Rocco nicht? Ich verstehe das nicht. Aber wie gesagt, diese Lokomotive ist sehr schön. Ich habe sie damals bei Zubatech gekauft, weil diese Lok ist eine Sonderserie für die Schweiz und ich wollte sie natürlich haben für meine Railcare-Züge. Und
Die Lok ist auch hier in der Pico-typischen Verpackung, die auch sehr schön gemacht ist. Und hier vorne sieht man da noch ein Autokennzeichen. Hier, das ist nachempfunden nach einem Autokennzeichen. Ah, jetzt, hier haben wir es. Das ist eine REM476451. Kantonswappen Graubünden. Also es ist wirklich eine sehr schöne Lokomotive. Also wie man das jetzt hier so sieht, das ist wirklich so mein Favorit an Lok. Mir gefällt diese Farbe gut. Ich bin eh so ein Freund von Weiß. Und ich finde, diese Lok ist wirklich ein wunderschönes Modell. Und die Fahreigenschaften sind auch sehr gut. Aber auch hier gibt es einen kleinen Nachteil. Diese Loks gibt es leider ohne Sound. Und wenn man einen Sound möchte, muss man diesen einbauen. Ist zwar kein Hexenwerk, aber ich würde es schön finden, wenn Pico die Loks mit Sound rausbringen würde. Ich würde sie zum Beispiel mit Sound kaufen. Wie gesagt, ich habe diese Vectrons von Pico haben keinen Sound. Das finde ich schade, muss ich ganz klar sagen. Was sie auch nicht haben, ist ein Pufferkondensator. Brauchen wir den nicht. Heutzutage Stand der Technik. Obwohl die LS Models Lok, diese teuerste im Vergleich, die hat ja auch keinen Kondensator. Muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist natürlich beim Befahren von Weichen und beim Rangieren ist natürlich so ein Kondensator nicht falsch. Also, das ist jetzt von Pico ein Pico Vectron. Sieht wirklich klasse aus. Bevor wir jetzt zum Märklin Vectron kommen, schauen wir uns noch ganz kurz mal den Diesel Vectron an. Das ist der hier. Der ist auch sehr schön. Der ist von Pico. Auch hier verweilt das Auge, wie man hier sieht, am Drehgestell mit den Sandfallrohren. Und mit den Beschriftungen ist auch ein sehr gelungenes Modell. Nächster in der Runde und als Abschluss von Märklin ein Vectron, der MRCE Dispo-Lok. Ein schwarzer Vectron. Artikelnummer ist die 36182. Schauen wir uns gleich mal das Modell genauer an. Wir haben hier alles zugerüstet. Bei dieser Lokomotive gibt es nichts zum Zurüsten. Was mir jetzt hier auffällt, die Scheibenwischer sind wirklich gut eingesetzt und da diese Griffstangen hier, die sind nur angedeutet. Die Griffstangen sind also nur angedeutet. Die Griffstange hier an der Seite, die ist wieder eingesetzt und sieht gut aus. Von vorne stört diese Art der Griffstangen meiner Meinung nach überhaupt nicht, denn man sieht es ja nicht im Fahrbetrieb. Wird kein Mensch gucken und wird sagen, die Griffstangen sind nicht richtig oder so. Das ist Quatsch, also das sehe ich hier nicht. Hier fehlt jetzt Siemens Vectron, oder ist das? Ah nein, das ist hier unten eingetragen. Mal gucken, ob ich das herholen kann. Links Siemens und rechts Vectron. Die Drehgestelle bei dieser Lokomotive sehen wir hier. Wir haben hier auch die Sandfallrohre. Die sind sehr gut gelungen, die Drehgestelle. Ja. Wir haben die Drittstufe. Auch die ist am Drehgestell montiert, was der Lok natürlich bessere Fahreigenschaften in engen Radien verleiht. Hier haben wir keine Bedruckung, aber wie gesagt, das braucht man nicht. Auch hier sind sämtliche Kästen mit sämtliche Schaltkästen beschriftet. So, dann wollen wir mal zum Abschluss dieses Videos kommen. Jeder kann sich ja seine eigene Meinung bilden. Wir hatten jetzt hier Modelle von Pico, LS Models, Märklin und Rocco. Meiner Meinung nach
findet sich die Reihenfolge wie folgt: 4., 3., 2., 1. Platz. Auf dem 4. Platz haben wir von Märklin diesen Vectron. Dieser Vectron ist wunderbar. Diese Lokomotive hat keinerlei Zurüstteile, ein Metallgehäuse. Es ist eine schöne Lokomotive mit vielen angesetzten Details. Und ich finde sie für den Anlagenbetrieb vollkommen ausreichend. Deswegen Platz 4 ist absolut nicht schlecht. Es ist halt jetzt hier nur eine Aufführung, meiner Meinung nach, wie ich meine Vectrons einsortiere. Auf Platz 3 würde ich den Pico Vectron setzen, da er ebenfalls wunderbar gearbeitet ist, mit sehr vielen Details, schön bedruckt, sehr guten Fahreigenschaften und diese Lokomotive hat keinerlei Zurüstteile, besitzt eine Kurzkupplungskinematik und fährt schön ruhig. Nachteil an dieser Lokomotive möchte ich auch nicht verschweigen. Sie ist ab Werk nicht mit einem Sounddecoder ausgerüstet, sodass ein nachträglicher Umbau selbst durchgeführt werden muss oder eben über den autorisierten Fachhändler. Schade ist, dass es diese Lokomotive nicht werkseitig bereits mit Sound gibt. Wie gesagt, dann hätte ich sie gekauft. Was auch schade ist, dass man keine Führerstandsbeleuchtung eingebaut hat. Platz 2 ist von LS Models der Vectron, den ich jetzt vor kurzem gekauft habe. Der Vectron hat wunderschöne Details, schön gestalteter Dachgarten, keine Zurüstteile, NEM-Kupplungsschacht, Normschacht, hervorragende Fahreigenschaften, schöne Soundfunktionen, schöne Lichtfunktionen. Die Lok hat auch eine Führerstandsbeleuchtung, die sehr schön ist. Nachteil an dieser Lokomotive sind die vielen angesteckten Details, die beim Fahrbetrieb abfallen können. Nachteil bei dieser Lokomotive ist auch vorne diese Beleuchtung Sonderzug. Die kann man bestimmt abschalten, ich habe es aber noch nicht rausgefunden, wie es geht. Also immer wenn das Dreilichtspitzensignal angeschaltet wird, dann geht auch das Sonderzugzeichen an. Und hier der Sieger, bei mir jetzt zumindest, das ist der Rocco Vectron. Er besitzt Pufferkondensator, gute Fahreigenschaften, schön bedruckte Aggregate, Bremsscheiben, Sandfallrohre, überall schön bedruckt, außer halt vielleicht der Digitaldruck, der den einen oder anderen stört. Und ein wunderschöner Dachgarten. Nachteil an dieser Lokomotive: diese Lokomotive hat Zurüstteile wie Scheibenwischer und Griffstangen, die nachträglich zugerüstet werden. Das finde ich etwas schade. Hier nochmal die ganzen Lokomotiven. Wir haben hier aber auch gar keinen Verlierer. Jede Lokomotive ist in ihrer Art so gut und praktisch und toll, wie sie sein muss. Jede Lokomotive hat ihre Vor- und Nachteile. Ja? Das kann man jetzt also nicht sagen, der Märklin Vectron ist hundertprozentig super, weil er aus Metall ist und weil er gute Fahreigenschaften hat. Jede Lok hat irgendeinen kleinen Mankel und man muss sich halt überlegen, welchen Mankel man in Kauf nimmt und wo man sagt, nö, das möchte ich dann doch nicht. Hier sehen wir jetzt den Märklin Vectron, der ja neu rauskommen soll, Ende des Jahres. Und hier können wir jetzt schon mal die ganzen Details sehen. Hier sehen wir jetzt auch, die Griffstangen sind freistehend unter den Scheibenwischern. Und ich denke mal, das wird sicherlich ein sehr schönes Modell. Auch hier sehen wir jetzt bei der Kurzkupplungskulisse hat man Verbesserungen eingeführt. Hier ist jetzt die Kurzkupplung vertieft, ein NEM-Schacht. Man hat die Stromabnehmer ein bisschen weiter reingesetzt, dass sie nicht ganz oben dort drauf geklatscht sind. Hier auch die ganzen Aggregate und die ganzen Drehgestelle. Das sieht alles schon mal sehr gut aus. Wenn man es jetzt auf dem Bild schon mal sieht und ich tue es mal ranzoomen, dann sehen wir hier, wie detailgetreu nachher die Drehgestelle werden. Das ist sicherlich eine tolle Bereicherung im Märklin-Programm. Dieser neue Vectron wird dann auch verbesserte Soundfunktionen haben und Lichtfunktionen.
Also ich denke, da hat Märklin wirklich das richtige Wahl getroffen, den Vectron neu rauszubringen. Und ich habe mir bereits vorbestellt, diesen hier. Das ist grün. Weil ich weiß noch nicht, ob ich mir den Rocco Holland Piercer mir noch kaufen werde. Das muss ich mir noch mal überlegen. Ja, aber auch hier sieht man mal, wie fein detailliert alles ist. Stromabnehmer, Aggregate und so weiter. Sogar eine Lokführerfigur haben wir hier eingebaut. Da. Also das ist schon eine feine Sache. Das war's für heute. Ich möchte mich von euch verabschieden und wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bahnfair 1981. Bis dann. Ciao zusammen.